Diese alte Tram fuhr 61 Jahre lang durch Regensburg. 1964 landete sie auf dem Abstellgleis. Um Platz für kostengünstigere Omnibusse zu schaffen, wurden die Straßenbahnen abgeschafft. Das historische Gefährt wurde jedoch weiter genutzt. Für einige Jahre konnte es noch in Darmstadt seine Runden ziehen. 1990 kam einer der Züge mit zwei Wägen als Geschenk wieder zurück in die Domstadt. Seitdem steht er am Regensburger Busbetriebshof unter freiem Himmel und ist der Witterung ausgesetzt. Das schadet dem Zustand der alten Tram natürlich und dem Betriebsleiter der Regensburger Verkehrsbetriebe, Frank Steinwede, blutet dabei das Herz. Wie man unschwer erkennen kann, äußerlich erhebliche Schäden, also Karosserieschäden, wo wir tätig werden müssen. Wir müssen am Dach des Fahrzeuges einiges tun. Und im Innenraum, wenn man sich hier umschaut, man sieht, dass Kondenswasser erheblich dem Fahrzeug zu Schaden kommt. Also das Holz quillt auf durch die vielen Temperaturwechsel. Und da ist schon auch Facharbeit eines Tischlers oder Schreiners gefragt. Um den Verfall der Bahn zu stoppen, wollen die Regensburger Verkehrsbetriebe sie bis zum Jubiläumsjahr 2014 aufpolieren. Es kann teuer werden, denn dazu muss das ganze Fahrzeug auseinandergenommen und von Grund auf neu aufgebaut werden. Wir rechnen durch Materialkosten und durch Personalkosten, weil ja ein erheblicher Personalaufwand auch dahinter steht, zwischen 50 und 100.000 Euro pro Fahrzeug. Um die Bahn vor erneutem Zerfall zu schützen, soll sie zusätzlich zu ihrer Restaurierung noch umziehen. Doch die Suche nach einem neuen Stellplatz gestaltet sich schwierig. Sie ähnlich wie das Walhalla-Bockerl in der Stadt aufzustellen, ist dabei keine Alternative. 20 Jahre später würde es diese Bahn mit Sicherheit an der Stelle nicht mehr geben, weil sehr viel Vandalismus zu erwarten ist. Das lässt sich heute leider nicht mehr ganz von der Hand weisen. Und dann wird sich dieses Fahrzeug fast schon automatisch zerlegen. Um Randale zu vermeiden, planen die RVB, die alte Straßenbahn in einem Museum unterzubringen. Ob es, wie es sich die Regensburger Straßenbahn, Walhallabahn und Eisenbahnfreunde wünschen, in ihrem bald entstehenden Vereinsmuseum oder in einem anderen Museum in der Domstadt sein wird, steht noch nicht fest. Der Umzug der Tram bringt auch noch einen weiteren Vorteil mit sich. Die Regensburger könnten sie dadurch wieder besichtigen, so wie es sich für ein Stück Stadtgeschichte gehört.